Hi Leute, ich habe ja gesagt, dass ich einen kleinen Kurs machen will für Informatik und Epidemiologie. Das ist natürlich jetzt ganz interessant und relativ heiß, dass man das einfach mal selbst berechnet. Denn in der Wissenschaft wird normalerweise ein Diskurs geführt. Ein Diskurs, das ist praktisch, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich linke das alles hier unten in der Beschreibung. Und da das Thema über Covid-19 gehen wird und über also den Coronavirus, den neuartige Coronavirus, letztendlich nicht direkt, aber die Mathematik darum herum, werde ich wahrscheinlich wie alle Leute hier unten einen Covid-19-Link reingedrückt bekommen von der Regierung. Und damit wird der wissenschaftliche Diskurs meines Erachtens nach zerstört und stattdessen wird um Deutungshoheit gekämpft. Das ist ein Disput. Das ist eigentlich eine Sache aus der Politik oder das kann man auch im Deutsch Kontroverse nennen. Da sind dann alle, da sind alle, da ist alles erlaubt. Und normalerweise greifen die Leute auf Rhetorik zurück, auf eristrische Dialektik. Das heißt, Schopenhauer hat davon 38 Schandtaten veröffentlicht, die man meiden muss in so einem diese Kunstgriffe der Rhetorik, die irgendwie auf die Zerstörung des Gegners hinauslaufen. Und das ist kein wissenschaftliches Vorgehen. Und da haben wir zum Beispiel in der Wissenschaft normalerweise einen Meinungsraum. Das heißt, wir haben Daten, die wir bekommen aus Simulationsmodellen oder aus Beobachtungen. Und wir haben daraus, wir leiten daraus ab, was wir tun können. Also praktisch anhand der Daten validen Meinungen. Und in unserem Diskurs versuchen wir, im Gespräch mit jemandem, der eine andere Meinung hat, den anderen zu überzeugen oder mit Fakten, mit der Auslegung dazu zu kommen, dass man gemeinsam nach der Wahrheit sucht und gemeinsam durch Veränderung der Sichtpunkte der Wahrheit näher kommt. Das ist der Weg der Wissenschaft. Das hier, die Kontroverse und die Rhetorik, das ist die Methode der Politik und die darauf abzielt, auf die Vernichtung des Gegners nach Unmöglichmachung, also zum Beispiel der Wodak als Virologe, ist er Virologe? Ich glaube ja, der ist zum Beispiel, dem hat man jetzt die Webseite getilgt, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Wir haben hier zum Beispiel den Christian Drosten, der ist ganz bekannt. Das ist ein Virologe, irgendwo halt der irgendwie für den Lockdown steht und der eigentlich eher ja, für die harte Linie steht. Dann dagegen haben wir den Hendrik Strick, der steht eher dafür, dass der hat diese Sachen untersucht in Heinsberg und ist dazu gekommen, dass es eigentlich eher moderateres Vorgehen angesagt wäre, weil die Sterblichkeit nicht so groß ist wie vermutet. Und ja, das kann ich jetzt, ich bin weder Virologe noch bin ich Epidemiologe, sondern ich bin Informatiker. Und als der kann ich natürlich mit mathematischen Modellen und mit Simulationen irgendwie tatsächlich nicht in der Kontroverse helfen, aber im Diskurs. Das heißt, ich kann versuchen, Daten zu erfassen, Daten zu bekommen und ich will euch zeigen, wie das geht. Weil irgendwie letztendlich ist eine Methode immer nur sinnvoll und wirksam in der Wissenschaft, wenn sie nachvollziehbar ist. Das heißt, wenn ich das so machen kann, dass ihr das nachschreiben könnt bei euch, das nachtesten könnt, unterschiedliche Daten eintragen und sehen, wo ihr dann dahin kommt mit. Und aus diesen Daten kann man dann argumentieren. Also zum Beispiel bei Covid-19, also bei der Krankheit, wird irgendwie eine Sterblichkeit von dem Strick wird angenommen von 0,37%. Das ist so ungefähr viermal so hoch wie eine normale Grippe. Der Christian Drosten,
Ja, der hat noch vor 2 Wochen gesagt, dass Masken nicht nützen. Heute haben sie irgendwie eine 180-Grad-Drehung gemacht und heute wirken Masken. Und ich meine, das ist schon seit Ewigkeiten klar, dass Masken natürlich gegen Viren wirken. Und wie das wirkt und so weiter, das will ich alles ein bisschen mathematisch. Also nicht, ich bin kein, wie gesagt, kein Mediziner. Ich kann da jetzt keine, ich kann höchstens auf wissenschaftliche Forschung, auf Papers zurückgreifen und sowas. Das will ich machen und vor allem will ich zeigen, wie man solche Programme schreibt, die das, mit denen man das machen kann. Und das mache ich von Anfang an, sodass ihr es nachvollziehen könnt. Und damit fangen wir an mit der Fibonacci-Folge. Aber damit wir es überhaupt erst machen können, gehen wir als allererstes mal auf GitHub und ich zeige einfach mal, wie er sozusagen ein neues Projekt anlegt. Das ist das allererste, was wir brauchen, damit man das, was ich jetzt mache, damit ihr es auch runterladen könnt, machen wir das so. So, wir machen ein neues Repository, also praktisch ein neues Projekt legen wir an. Dieses Projekt nennen wir Epidemiologie. Und das machen wir in Lua. So können wir es machen. Und Epidemiologie in Lua für Library, also eine Bibliothek. Und Funktion. So, das machen wir public. Das ganze Ding setzen wir als Lizenz. Letztens setzen wir an MIT. Das ist sozusagen die Lizenz, dass alles damit gemacht werden darf. Es darf weiter gegeben werden und so weiter. Ich sage, das soll angelegt werden, README drin und so weiter und so fort. Und ich lasse einfach mal dieses Ding erstellen. Und jetzt haben wir irgendwie praktisch ein neues GitHub angelegt und Setup Actions. Was sind Setup? Setup Actions? Habe ich noch nie gesehen. Das ist neu. Naja, egal. So, wir gehen erstmal hier rein und wir holen uns jetzt die. Hier holen wir uns den Kram raus. Machen wir Copy. Dann gehen wir auf unsere Shell, die wir schon offen haben. Ich bin da schon in eine der Repository reingegangen, wo das dann reinkommt. Git Clone. Das könnt ihr jetzt irgendwie direkt machen bei euch. Dann kriegt ihr praktisch genau diese Sache raus. Und wenn man dann Lua dort reingeht, dann seid ihr hier drin. So, hier sieht man jetzt die Lizenz und das README. Da ist praktisch die MIT-Lizenz und das README. Das kann man dann irgendwie noch weiterverarbeiten. So, und das machen wir jetzt. Wir fangen jetzt an, irgendwie einfach mal unsere Sachen zu schreiben. Das ist nämlich das allererste, was wir machen wollen. Ist sozusagen der Urvater dieser ganzen Geschichte. Das war Fibonacci. Und der hat die Fibonacci-Folge gemacht. Und damit fangen wir einfach mal an. Achso, den habe ich schon offen hier. Der Mathematiker. Fibonacci hat praktisch diese Folge, die immer die Summe aus den beiden vorigen Zahlen ist, also aus 1 plus 1 wird 2, aus 1 plus 2 wird 3, aus 3 plus 5 wird 8 und so weiter gemacht. Das habe ich auch schon im Unterricht gemacht mit euch und das wiederholen wir jetzt nochmal kurz. Und wir kriegen damit nachher eine, also praktisch immer die. Na, ich mache das erstmal einfach. Und der Wachstumsvorgänge von Pflanzen ist das ähnlich. Und genauso der Wachstumsvorgänge von Vermehrungen. Also der Fibonacci hat das damals als, hier ist der Fibonacci, der hat das erwähnt mit den Kaninchen. So, Relic, hier hat das gemacht, enthält die berühmte Kaninchenaufgabe. Und er hat dann daraus den Anwendungsfall der Fibonacci-Folge für Vermehrung genommen. Wir fangen damit an, das gilt natürlich jetzt nicht für die Ausbreitung von diesem Virus. Das läuft anders, aber wir haben hiermit sozusagen die allererste, einfachste
geometrische Reihe, also das nennt sich geometrische oder Exponentialkurve. Das können wir sehen. Wir machen auch später noch, wie wir das darstellen in Grafik, aber ich behalte es jetzt erstmal nur bei Zahlen. Und deswegen wollen wir erstmal irgendwie ein kleines Fibonacci-Programm anlegen, um zu gucken, wie entwickelt sich so etwas, wie entwickelt sich so eine Folge. Das probieren wir einfach mal aus. Wir schreiben oben hin, User Environment, Lua Just in Time. Also ich benutze Lua Just in Time und wir fangen an mit gleich 1 bis, ich sag mal so, wir machen mal 20 Schritte. Und dann schreiben wir das einfach mal, dass wir hier zwei Variablen haben, nämlich a und b. Und fangen wir an mit 0 und 1. Also setzen wir a ist 0, ein b ist 1. Und hier sagen wir printen i, also den ersten Schritt, und b. Und dann machen wir a, b ist gleich, also a wird zu b und b wird zu a plus b. Ja, so, das ist praktisch eigentlich die Fibonacci-Folge. Das ist eigentlich alles. Und das lassen wir einfach mal laufen. Wir müssen dafür ch mod plus x das Ding ausführbar machen. Und dann können wir es eigentlich aufrufen. Und dann müsste das eigentlich auch schon laufen. So, dann sieht man, das fängt irgendwie an mit einem Pärchen. Ein Pärchen wird erstmal geschlechtsreif, dann bekommt das eine Pärchen, also vermehrt sich, irgendwie dann dauert das. Und dann haben wir ein zweites Pärchen von Kaninchen. Dann vermehren sich das erste Pärchen von Kaninchen, das zweite vermehrt sich und daraus folgen dann drei Kaninchen. Also dann haben wir, also dann dieses hier vermehrt sich nochmal und damit haben wir nicht nur zwei, sondern da haben wir einen dritten dazu. Jetzt kommt das zweite, vermehrt sich ebenfalls. Dann haben wir hier eben praktisch zwei und so weiter und so fort. So geht das denn. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt wir erweitern das nochmal kurz. Und zwar schreiben wir hinter, dass wir hier immer a durch b nochmal dazu schreiben. Und das ist das Verhältnis von den beiden, das Verhältnis davon. Und dieses Verhältnis fängt also an bei 1, 1,5 und dann geht das immer weiter. Das ist doch falsch. B durch A natürlich. B durch A müsste das sein. Das darf nicht, weil B, das ist ja hier. Da fängt A fängt bei 1 an, dann lassen wir das hier so sein und dann drucken wir hier A aus, dann geht das auch. Okay, das müsste eigentlich jetzt richtig sein. Okay, gucken wir mal. So, und da sehen wir, dass jetzt das Verhältnis zwischen den beiden Zahlen nimmt sozusagen am Anfang ist es sozusagen 2, 1, 5, 1, 6. Und wenn ihr euch mal genau überlegt, diese Zahl hier, die ist schon ziemlich genau das, was man als goldenen Schnitt betrachtet, den goldenen Schnitt. Das ist, nochmal rein, goldener Schnitt, so, gucken wir mal rein, was Wiki zum goldenen Schnitt zu sagen hat. So, das ist das Verhältnis. Das irgendwie in der Natur häufig genommen wird. Das führt auch zum natürlichen Logarithmus und zu vielen, vielen Sachen, zum Schneckenmuster, zum Muster der auf Schneckenschalen, zu Wachstum, alles Mögliche wird damit gemacht. Das heißt, das ist die universelle, das sieht man auch im A4-Blatt zum Beispiel. Da sieht man jetzt, wie hier wird auch die Verhältnisse der Fibonacci-Zahlen wird hier auch nochmal eingegangen, wie das hier läuft. So, warum brauchen wir das für die warum brauchen wir das für unsere Sache? Weil wir hier wir nähern uns hier einer geometrischen Folge. Und zwar, wenn wir dann die geometrische Folge haben von, also wir müssen das mal kurz gucken, das Verhältnis von diesen beiden hier ist 1, also praktisch das Verhältnis ist 1 plus Wurzel 5 halbe.
Das ist sozusagen das Verhältnis, was wir haben. Und da machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt hier diesen Faktor. Local, das ist goldener Schnitt. Golden gleich 1 plus t von 5 und halbe. So, das ist der. Und dann drücken wir hier hinten mal aus, wie viel das denn ist, wenn wir hier sagen, das ist golden hoch. So, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie schlecht zu sehen. Das heißt, wir müssen das hier mal ein bisschen ändern. Wir machen hier nochmal, dass es irgendwie ein bisschen hübscher gemacht wird. Function f nenne ich das Ding und sage, das ist das Format und irgendwas, was dahinter kommt. Und da sagen wir, das ist von String.Format von FMT, Komma, Punkt, 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 Stück, Stück, Return. So, das müsste es eigentlich sein. Das heißt, wir haben jetzt hier mal eben schnell ein Printf, also praktisch eine Formatgeschichte definiert dafür, dass wir es ein bisschen schöner ausdrucken können. Das erste ist eine Dezimalzahl. Die soll irgendwie, keine Ahnung, 3 Stellen haben oder sowas maximal. Dann haben wir A, das ist also praktisch ebenfalls eine Dezimalzahl, die, sagen wir mal, also 5 Stellen haben. Dann haben wir eine weitere, dann haben wir einfach eine Floating Point Zahl, die soll nicht mehr als 3 Nachkommastellen haben, insgesamt 6 Stellen. Und die Zahl hinten, die soll wieder eine 5er-Dezimalstelle haben. Hier müssen wir noch sagen, dass wir einen Zeilenvorschub haben wollen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Das sollte richtig sein. Gut. So, hier sehen wir, dass die Zahl, die wir hier haben, wir haben ja hier das ist jetzt, guck mal hier, das ist jetzt ein bisschen zu weit. Guck mal hier, da sind wir bei 16, sind wir ungefähr, hier sind wir bei 2,4, das heißt, wir sind 2 falsch. Das heißt, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir machen hier mal nicht, wir machen hier mal ein bisschen mehr, sagen wir mal 2 mehr. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Quatsch, 2 weniger. Und dann müssten wir feststellen, dass wir ungefähr jetzt praktisch diese Exponentialfunktion bildet im Prinzip das natürliche Wachstum nach Fibonacci fast ab. Das heißt, wir haben hier ungefähr die gleichen Größenordnungen. Wie ihr seht, weil diese Fibonacci-Funktion wächst jetzt hier hinten immer mit Faktor 1,618. Wenn wir zum Beispiel bei unserer, also ich werd über auf die Exponentialfunktion nochmal im nächsten Mal ein bisschen genauer eingehen, weil wir, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, wie viele Minuten haben wir denn in der Zwischenzeit? 19 Minuten, das reicht eigentlich. Das heißt, das nächste Mal gehe ich auf Exponentialfunktion näher ein, aber hier sehen wir, wie die Exponentialfunktion steigt und dass wir ziemlich nahe dran sind an dem, worauf die Fibonacci-Funktion, also das natürliche Wachstum, hinausläuft. So, das sind zwei Möglichkeiten, mit denen man das sozusagen simulieren kann, also modellieren, wie man so schön sagt. Und der eine Ansatz, den die meisten Mathematiker machen, ist, dass sie sagen, okay, wir gehen über die Exponentialfunktion.
Und das sozusagen ein vereinfachtes Modell des natürlichen Wachstums. Und das etwas kompliziertere Modell ist eben das über die Simulation. Das ist sozusagen hier die erste Zahl, die wir haben. Wir simulieren sozusagen die Fortpflanzung. Das war jetzt super, super einfach. Das machen wir viel, viel besser. Es gibt dann nämlich tolle Modelle, die stelle ich dann vor. Aber hier sehen wir, dass das letztendlich in valide Größenordnungen ergibt und dass die valide zueinander wachsen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses hier ausgleiche, also wenn ich jetzt sage, wir nehmen jetzt hier mal 6.000, wir nehmen jetzt hier 1.000 mehr, dann kommen wir da schon irgendwie hin. Also wir gleichen den Faktor mal ein bisschen aus hier hinten und sagen, wir setzen hier nochmal 1.000 drauf. Dann kommen wir ziemlich genau hin mit den Zahlen, die wir hier haben. Erst ein bisschen mehr, dann wird es ein bisschen weniger. Also da kommen wir dann schon, da kommen wir dann irgendwie auch schon hin. Also ich mag das jetzt nicht so gern. Ich finde das jetzt eigentlich schöner, dass wir das ungefähr sehen, wie das dann aussieht. Das sind so Faktoren, die sich dann unterscheiden. Aber sagen wir mal so, bei einer Virusausbreitung kann man das nicht so genau sagen. Wir modellieren das einfach und versuchen, in die richtigen Größenordnungen zu kommen. Und wie das geht und wie wir irgendwie zum Beispiel diesen berühmten R0-Faktor ausrechnen, also wir haben hier diese Epidemiologie, da haben wir zum Beispiel diese Reproduktionszahl, darauf gehe ich ein in den folgenden Videos und da geht dann irgendwie das über die mathematische Modellierung, welche Modelle es da gibt. Also da gibt es zum Beispiel, hier sieht man nochmal, wie das R0 auftaucht, diese Umrechnung. Das werden wir alles einbauen in eine kleine Bibliothek, die wir dann in Lua verwenden wollen. Und da gibt es eben diese verschiedenen Modelle, das SI-Modell, Ansteckung ohne Gesundung, dieses Modell Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten ohne Immunitätsbildung, mit Immunitätsbildung. Das ist das, was die meisten machen. Und das hier ist natürlich etwas, was schon ziemlich schick ist. Und das kann man eigentlich nur noch vernünftig mit einer Simulation darstellen und nicht mehr mit einer einfachen. Also das läuft dann auf Differentialgleichungen hinaus. Und die Differentialgleichungen sind ein bisschen genauer in diesem Fall als jetzt eine Simulation. Und dazu muss man dann sagen, also das kommt dann hier, darauf läuft es hinaus. Aber das können wir sogar noch verbessern, weil wir können dann, irgendwie zum Beispiel dass unsere Bevölkerung nicht gleich verteilt ist, dass wir irgendwie Maßnahmen ergreifen und so weiter. Das können wir alles mit reinbauen und das wollen wir dann. Und hier kommt dann auch noch mehr zu der Basisreproduktionszahl und wie die zustande kommt. Hier wird jetzt angenommen 1,4, was meines Erachtens nach eher zu niedrig ist, weil wir sind ja schon bei einer normalen Grippe bei 1,2 bis 1,8. Das kann irgendwie nicht sein. Warum das nicht sein kann, das werde ich dann auch noch mal mathematisch, also von den Abbildungen her irgendwie begründen, warum das nicht sein kann. Man kann das auch runterdrücken durch Maßnahmen sicherlich. Dieses RT, also praktisch diese Reproduktionszahl, die sich dann ergibt aus Maßnahmen. Also hier sind dann, wo ist denn hier der, da ist das gewesen. Hier haben wir die Reproduktionszahl R0. Und wie dieses R0 sich durch Maßnahmen dann zu einem mit dem RT, da ist das, denke ich, hier ist das gewesen, der Reproduktionszahl, hier ist das nochmal sehr schön drin, wie das dann zu dem RT wird, dadurch, dass zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Immunisierung vorhanden ist. Deswegen, von dieser Immunisierung wird geredet, von wegen, dass wir alle auf die Impfung warten oder dass wir irgendwie die Bevölkerung langsam durchseuchen lassen. Diese Durchseuchung sorgt eigentlich dafür, dass man dann immun wird gegen die Krankheit und damit wird sozusagen auch dieser hohe R0-Faktor wird dann zu diesem RT und das wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Das hängt zusammen und so wird dann zum Beispiel auch berechnet, wie viel Impfung braucht man zum Beispiel. Das machen wir auch alles in den folgenden Sendungen. Aber es soll erstmal reichen. Wir haben dieses Projekt angelegt.
dass wir irgendwie also super auf Silizium finden. Na, gut, hab Silizium, kommt dann hier unten rein. Da haben wir dann, hier können wir in die Repositories reingucken, die wir hier überall haben. Und hier haben wir die Epidemiologie. Das habe ich auch nicht richtig geschrieben, oder? Epidemiologie, verdammt, war ja klar. Epidemiologie, verdammt. Fluchte. Ja, das muss ich nochmal umbenennen. Das mache ich dann gleich nochmal. Das heißt dann gleich nochmal anders. Kann man das hier nicht irgendwo machen sogar? Ich weiß es gar nicht. Nee, aber das machen wir dann gleich. Das mache ich dann irgendwie als nächstes. Lege ich das an und dann seht ihr das. War klar, dass ich mich verschreibe. Na, das ist alles mit der heißen Nadel, aber gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und ich versuche das einfach mal ganz fair und ganz klar mathematisch zu machen. Dazu muss man sagen, was macht eigentlich ein Virologe? Ein Virologe sorgt sich also dafür, was kümmert sich um das Virus, wie verbreitet, wie kann man damit in der Petrischale für Vermehrung sorgen, wie vermehrt es sich, welche Sachen greift es an. Dann gibt es also praktisch den Mediziner, der dann irgendwie guckt, wie reagiert also praktisch der menschliche Körper auf dieses Virus. Und das ist eigentlich mehr so das, was der Streeck macht. Der ist aber auch Virologe. Dann haben wir eigentlich die Epidemiologen. Und die sorgen eben dafür, dass sie solche Simulationen, die wir Informatiker schreiben, die wenden die an und versuchen damit dann, sie sammeln auch Daten, gehen dann vor Ort, gucken sich irgendwie zum Beispiel da, wo Ebola ausgebrochen ist, irgendwie an, wie das läuft und versuchen das zu modellieren. Aber sie fragen uns Informatiker, wie man das dann am besten umsetzt, wie man das modelliert. Und wir schreiben die Programme, wir machen die Mathematik und deswegen denke ich mir mal, irgendwie habe ich dann einiges beizutragen und ich versuche das eben im Diskurs zu halten. Also ich sage jetzt nicht irgendwie, ich habe Recht oder ich habe Unrecht, sondern was können wir mit Zahlen machen und wo sind die Grenzen? Die Grenzen von Zahlen, es gibt also die Grenzen von Berechenbarkeit, das habe ich in einem früheren Kurs gemacht, dass diese Simulation und auch die mathematischen Modelle natürlich Grenzen haben, Grenzen der Gültigkeit. Ich habe das gezeigt, wie schnell eigentlich das nach 100, teilweise noch 1000 Iterationen, also wenn solche Simulationen durchlaufen, wie hier die Fibonacci, dass dann irgendwann eine Abweichung zwischen dem, was wir berechnen und dem, was wirklich passiert, so groß wird, dass wir nichts mehr genau voraussagen können. Also wir können nicht richtig voraussagen, werden wir es wahrscheinlich auch niemals voraussagen können, wie sieht die Welt aus in 100 Tagen. Das ist zu viel verlangt von jeder Simulation. Wir können mit Glück voraussagen, wie ist das Wetter in einer Woche, eigentlich nur in 3 Tagen oder so, weil da eben diese Grenzen der Berechenbarkeit. Ich link das nochmal unten in die Beschreibung. Gleich unter diesem Disputbeitrag unserer Regierung, wo finde ich jetzt hier meinen Finger? Oder da unter, genau, da unter ist ja dieser Covid-19-Eintrag, den ich widerwärtig finde, aber den ich jetzt irgendwie akzeptieren muss, wenn ich über dieses Thema rede. Aber ihr solltet wissen, das ist nicht Diskurs, sondern das ist Kontroverse. Das heißt, da geht es um Deutungshoheit und das ist nicht das, was ich hier mache. Es geht nicht darum, Recht zu haben oder Unrecht zu haben, sondern beizutragen dazu, um allgemein bessere Ergebnisse zu bekommen, um der Wahrheitsfindung von allen zu helfen und welche Daten, welche Fakten man dort einträgt und wie man das Modell verändern will und welche Faktoren man wie stark einfließen lässt und wie weit das Modell mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ne? Das entscheidet dann, ob dieses, also alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Ja, das ist so schön. Die Nützlichkeit von Modellen, das heißt, wie gut simuliere ich jetzt die Ausbreitung kann dann Vorhersagen machen darüber, wie die Zukunft aussehen würde.
das kann man dann dran machen. Und meine Simulation, die habe ich habe ich laufen lassen Anfang dieses Jahres, also im Januar, und habe daraufhin dem Jens Spahn auch einen Brief geschrieben und habe ihn gewarnt vor dem, was passieren würde, und habe vorhergesagt, ungefähr auf eine Woche, wann ein Lockdown nötig sein wird in Deutschland. Ich war eine Woche zu früh, also ich war ein bisschen auf der konservativen, also auf der vorsichtigen Seite, und habe gesagt, mach das mal ein bisschen früher. Aber ungefähr eine Woche später, als ich das angekündigt hatte, also 7 Wochen im Voraus hatte ich das gesagt, kam das dann auch, und meine Simulationen oder meine Modelle, die ich da hatte, waren sehr einfach. Aber ich habe das eben halt aus den Daten, die ich aus China hatte, dann, ja, die China-Daten waren ein ziemlicher Dreck, aber ich habe mich dann irgendwie auch nach den anderen Sachen, die man so sehen kann, gerechnet. Und das machen wir aber alles. Wir gucken uns an, wie das sich zum Beispiel auf der Diamond Princess ausgebreitet hat, wie das in Deutschland gewesen ist, wie es in anderen Ländern ist, und da versuchen wir dann irgendwie was zu machen. So, nächste Folge kommt auch relativ schnell. Das heißt, jetzt will ich erstmal Schluss machen, weil wir haben auch schon so eine kritische Zeit, 30 Minuten. Und wer es bis hier durchgehalten hat, das soll auch nur eine Eröffnung sein, Anliegen von einem GitHub. Wie gesagt, das muss ich alles nochmal irgendwie umbenennen gleich. Gucke ich gleich mal, wie ich das hinkriege. Muss ich es wahrscheinlich neu anlegen, aber egal. So, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.